Können wir hier gleich einstellen, den Holzfäller, den haben wir, wo haben wir denn? Hier. Soweit, so gut, genau. Ach, den stellen sie dann auch gleich auf, sobald jetzt der Holzfäller fertig ist. Dann habe ich hier noch welche. Ich bin gespannt, jetzt müssten dann eigentlich auch bald die ersten Kids dann eigentlich erwachsen werden. Wir haben hier ja Kind noch 9. Ja, okay, einen eigentlich bloß. 9. Der nächste 7. Das, ja, okay, das dauert noch ein bisschen. Woodcutter ist fertig. Perfekt. Der zimmert mir jetzt hier gleich hier so ein perfektes Feuerholz. Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr alle. Die können wir dann für einen Förster einstellen. Und noch für einen Jäger. Den werden wir jetzt dann auch noch bauen. Allerdings lasse ich jetzt erstmal richtig viel Holz abreißen. Schauen wir mal, was nicht gerade hier in diesem Einflussbereich ist. Halt falsch. Den brauchen wir. Weil Holz brauchen wir wirklich viel. Vorräte an Holz sind aufgebraucht. Ja. Ich habe noch nie viel gehabt. So, wir haben extrem viel Eisen. Zumindest für den Anfang jetzt mal extrem viel. An und für sich ist es noch wenig. Aber ich sag, ich glaube, das Spiel kann ich nur, ja, nur empfehlen eigentlich. Ich selbst habe auf einem anderen Spiel, ich glaube auch schon 15 Stunden gespielt. Allerdings ist bei mir da alles in Flammen aufgegangen und hat jetzt keine Lust mehr irgendwie alles neu aufzubauen. So, er ist jetzt dann gleich fertig. Wir brauchen arbeitstechnisch gerade nichts mehr. So, ja. Produzieren tun sie. Ganz ordentlich soweit. Woodcutter selbst hat auch schon Feuerholz gemacht. Das passt. Feuerholz 88 von, was haben wir gehabt, 94. Das müsste soweit passen. Wir haben jetzt zwar noch den Frühwinter. So, der ist gleich fertig. Dann kann ich hier den Stein und Eisen abbauen lassen. Holz nicht, weil das soll ja hier bleiben. So, Stein und Eisen. Für den Förster selber brauchen wir 4. Na, dann lassen wir erstmal nur 2 drin, weil ich möchte noch einen Jäger hier reinstellen, dass uns das mit der Nahrung ja nicht falsch abläuft hier. Da haben die noch genug zu tun fürs Holz, Labora. Ah, ein Kind ist erwachsen geworden. Unser 10-Jähriger ist dann anscheinend. Oder unser 10-Jähriger. Je nachdem. Was ist es denn? Ein 10-Jähriger. Na, bleib stehen. 7, ein Kind, 2 neue Kinder, 3 neue Kinder. Ja, es geht. Also, ich habe jetzt nicht vor, hier die Hütte irgendwie lang stehen zu lassen. Allerdings für den Anfang reicht's. So, Förster, was macht er denn? Hat er schon was gemacht? Ja, ein bisschen was abgerissen. Hat er, dann schauen wir mal. Hüttentechnisch. Jäger, dann setz mal. Wir sind hier der Einflussbereich.
Und sagen, den setzen wir. Ungefähr hier so dazu. Genau, wenn der dann durch ist, dann haben wir eigentlich eh keine Probleme mehr. Dann können wir uns darauf konzentrieren, ein bisschen zu wachsen. Allerdings erstmal in Sachen ja, Nahrung und Rohstoffproduktion. Dann können wir das ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich meine, bis jetzt klappt es eigentlich eh relativ gut noch, finde ich. Ist ziemlich leicht gewesen bis jetzt, so der Anfang. Fisch 382, Kartoffeln 195, Feuerholz 82, das passt doch alles. Wir haben jetzt Spätwinter, jetzt kommt dann eh schon bald wieder der Frühling. Dann wird es wieder warm. Feuerholz, hat auch schon 100 gemacht. Liegt dann auch noch hier rum. Genau, ja, nicht viel, aber ein bisschen was. So, genau. Die bauen jetzt noch ganz gemütlich ab. Ich habe wieder einen kleinen Leck. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange wir noch brauchen, um mir alles abzureißen. So, sieht man auch, dass hier alles schön brav den Wege lang laufen, weil es auch schneller geht. Hier, der Teil ist jetzt eher nicht, ja, relativ leer. Sobald der dann voll ist, bauen wir hier noch so ein Lagerhaus, ein größeres, das nimmt dann mehr auf. Da werden wir dann auch mehr brauchen. Auf der anderen Map, da habe ich, glaube, 10 von den Lagerhäusern rumstehen, nur an Nahrung von, ich habe irgendwas mit 55 oder 65.000 Nahrung rumliegen. Tendenz steigend. So, genau. Die kalte Jahreszeit ist vorbei. Oder noch nicht ganz. Wir haben immer noch 0 Grad. Aber das zieht jetzt gleich an. So. Achso, das war noch das Abgebaute von dem. Ein paar Leute mehr wären ganz gut. Da haben die noch nichts gemacht, nicht mal irgendwas abgebaut. Ich hoffe mal, die geben hier ein kleines bisschen mehr Gas jetzt dann. Ja, den Handelsposten brauchen wir später. Wie gesagt, wenn wir dann mal die Felder bauen für... Ja, was gibt's denn hier? Für Weizen, Äpfel und weiß der Kuckuck noch. Ja, brauchen wir den. Allerdings, bis wir die Samen zusammen haben, die brauchen nämlich, die sind extrem teuer. Ja, Gesundheit geht jetzt auch ein bisschen zurück. Ist natürlich nicht so gut. Aber das kriegen wir dann später noch hoch. Die kriegen wir auch von einem halben Herz, kriegen wir die wieder gut hoch. Gestorben ist mir deswegen noch keiner. Da machen die immer noch nichts. Na kommt Leute, jetzt wird's Zeit. Reißt mal schnell ab hier den ganzen Haufen. Nein, haben die noch zum Abreißen. Was transportiert er hier? Holz. Ja, endlich.
Langsam gehen sie nach hinten. Ist der Teil hier bald fertig? Kommt eh nur Holz weg. Eisenstein und sowas habe ich, glaube ich, gelassen. Ja, und habe ich hier nichts. Dieses Abrisszeichen, dieses Werkzeugzeichen. So, das passt doch alles hier. Was haben wir hier wieder? Ja, Feuerholz, ja. Holz. Ist ganz klar, das kriege ich so schnell auch jetzt nicht nach oben. Dafür fehlen mir einfach noch zu viele Leute. So, 54 habe ich hier noch an Nahrungseinheiten. Kartoffeln sinken, Fisch 439 ist, glaube ich, gewachsen. Kartoffeln, klar, gehen zurück. Ich habe jetzt nichts, um Kartoffeln anzubauen. Kein Feld, kein Samen dazu. Aber der reicht mir normalerweise bis jetzt. 812 Fisch. Ich meine zwar, ich glaube, Fisch geht zwar ein bisschen schneller weg als Kartoffeln. Da brauchen sie mehr, um satt zu werden. Müsste aber soweit schon hinhauen. Habe ich hier noch wen gekriegt? Nö, die sind gleich geblieben, die kleinen. Aber jetzt müssten sie es dann bald haben. Ja. Den Rest, glaube ich, werde ich allerdings dann jetzt beim nächsten Mal machen. Naja, doch, wobei hier ein bisschen haben sie schon noch zum Abreißen. Ich bräuchte unbedingt mehr Leute. Nahrungsmittelmäßig möchte ich jetzt noch keinen abziehen. Förstertechnisch, ja, doch, ziehen wir mal einen Förster noch mit ab. Dann haben wir noch einen Laborer übrig. Der hoffe ich oder meine ich, reißt dann auch gleich Holz mit ab. Was haben wir hier wieder? Ja, ist gut. Stein haben wir noch genug übrig, also normal übrig, 22. Eisen brauchen wir aktuell eh noch nicht. Werkzeug mache ich später. Feuerholz, der produziert noch fleißig. Fisch kommt auch noch gut nach. 162. Ja, okay. Den Rest mache ich beim nächsten Mal. Dann schauen wir, dass wir hier holztechnisch ein bisschen noch wegkriegen. Den Jäger machen wir beim nächsten Mal fertig. Und möchte auch versuchen, hier dann noch den Ding zu machen für, also den Pilzesammler, Bärensammler. Den möchte ich hier noch aufstellen. Dann haben wir dann nahrungsmitteltechnisch für die Anzahl an Personen keine Probleme mehr. Dann heißt's Angriff Holz anschließend. Aber ich sag, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich sag dann schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.